Ja, willkommen zu Satz Nummer 2. Wenn ihr das erste Video noch nicht gesehen habt mit dem Satz Nummer 1, dann schaut mal auf dem Kanal. Ja, hallo Uli, grüß dich. Taktik war auf jeden Fall, Ball auf den Tisch zu bekommen, nicht zu überpacen und auch mal mit der Vorhand zu spielen. Und mir wurde halt von den Mannschaftskameraden gesagt, es kommt der Ball öfters zurück als erwartet. Ja, also nicht zu früh abzuschalten, sondern weiterhin nachgehen. Und auch mal einen hohen Topspin auf die Noppe zu spielen. Hier lasse ich mich wieder viel zu weit nach hinten drängen und komme einfach in die Defensive. Da war er. Hoher, rotationsreicher Topspin, Fehler mit der Noppe. Ich glaube, das mache ich jetzt sogar nochmal das zweite Mal. Mal schauen, hoher Topspin, Blockfehler. Ja, deutlich einfacher zu lösen, weil in der langen Distanz kommen davon mehr Bälle als diese schnellen Raketentopspins. So, 3-2 Führung. Schauen. Ja, Flip. Langsamer Flip in die Vorhand und dann nachgehen ist auch okay, weil dann liegt der Ball auch besser als bei der Eröffnung. Wieder Topspin. Oh, gut, war nett, weil da konnte ich nicht so viel machen. Topspin, ja. Wichtig ist, mit Rotation auch mal auf die Noppe spielen oder auch mal leer spielen, damit der Blockspieler sich immer wieder neu auf die ankommenden Bälle einstellen muss. Das war nochmal typisch Satz 1, einfach fest reingeflitscht. Ja. Mal schauen, was ich jetzt für Aufschläge mache. Möchte ich auch mal jetzt selber nochmal genau darauf achten. Ah, lange Aufschläge in die Noppe sind eigentlich im Nachhinein eher zu schwierig, weil ich sie nicht berechnen kann. Und das ist eigentlich schlecht, wenn man Aufschläge macht, wo man nicht genau weiß, was danach passiert. Auch da wieder, ich bewege mich einfach nicht gut zum Ball und so entstehen Fehler. Oh, jetzt zieht er mal, ganz ungewöhnlich für ihn. Bin ich aber gut nochmal gegengegangen. Also er ist ein sehr defensiver Spieler, er hat ein unheimlich gutes Blockspiel und spielt eigentlich seine Noppe, seine Rückhandnoppe auf dem ganzen Tisch, wie man sieht. Was allerdings auch Lücken bietet, denn wenn er mit der Rückhand aus der Vorhand spielt, kann ich lang ihn in die Rückhand schicken. Ja, so entstehen ja halt auch immer offene Türen. Ah, diese schnellen Aufschläge, ich weiß nicht, ob ich mir damit einen Gefallen getan habe. Auch wenn ich hier den Punkt mache. 9-6. Aufschlag kurz, ja. Jetzt mit Spin eröffnen, aber nicht nachgegangen. Trotzdem der Fehler gewahrt. 10-6 jetzt so und jetzt passt mal auf, was jetzt passiert. Zu defensiv. Ja. 7-10. Schneller Rollaufschlag, war ich total überrascht, nicht vorbereitet. Halt einfach nur meinen Schläger hin. 18, das sind einfache, dumme Fehler. Ich fange jetzt sehr schnell wieder an. Schneller, überhasteter Rückhand-Topspin wie aus dem ersten Satz. Und jetzt muss ich eigentlich eine Pause machen. Ich bin überhaupt nicht konzentriert. Gehe jetzt wieder in den Ball rein. Ja. Und wieder gekantet. 10 beide. Nach 10-6 Führung. Das darf nicht passieren, dass ich mich da so schnell von 4 Punkten verabschiede. Muss ich eigentlich eine Pause einsetzen, um mich zu konzentrieren. Auch hier wieder. Schneller Rückhand-Flip ins Aus. Auf den Tisch, das ist die Devise. 11-10 jetzt, 5 Fehler in Folge gemacht quasi. Und zack. Das erste Mal umlaufen, glaube ich, in dem Satz und daneben gespielt.